Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Wir haben für euch Felix Eichhorn, unseren Präsidenten, begleitet, wie er unser Herzensprojekt Cruise and Help auf die Schiene gebracht hat, auf den Philippinen, und er hat unsere erste Schule eröffnet. Großartiger Bericht und eine tolle Aktion. Dann waren wir mit Boris Henn unterwegs und haben magische Tempel besucht. Und zuletzt erleben wir, wie ein Krimi entsteht mit Viola Möbius. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Rainer-Meutsch-Stiftung haben wir bei IDA ein Projekt an den Start gebracht, was uns wirklich am Herzen liegt. Cruise and Help. Es geht darum, dass man Kindern hilft, zur Schule zu gehen. Wir bauen Schulen. Und Rainer-Meutsch ist da sehr erfahren in dem Bereich. Und wir haben mit ihm gemeinsam jetzt unsere erste Schule eröffnet auf den Philippinen. Und unser Präsident Felix Eichhorn war selber da. Und wir haben einen tollen emotionalen Film mitgebracht. Und gucken mal zu, was da passiert ist. Viel Spaß! Wir öffnen hier heute unsere erste AIDA-Schule unter der Kampagne, die wir zusammen mit der Flying Help Stiftung mit Rainer Meutsch zusammen entwickelt haben. Und ich glaube, die Idee hatten wir vor mehr als einem Jahr. Und auch dank der Unterstützung von unseren Gästen und eben auch unserer Crew konnten wir ein bisschen Spendengeldern einsammeln. Und die haben wir eben hier auf den Philippinen heute eben investiert und konnten das hier heute öffnen. Ja, es gab hier eine Schule, aber die Schulen, auch generell, die wir bauen, die sind immer in ganz erbärmlichen Zuständen. Die sind völlig marode, die sind heruntergekommen, teilweise sind es nur irgendwelche Unterschlüpfe, so war das zum Beispiel hier der Fall gewesen. In Afrika zum Beispiel sitzen sie unter Bäumen und lernen dann da. Und da setzen wir an und da möchten wir helfen, dass die Kinder unter angenehmen, sicheren Bedingungen vor allen Dingen zur Schule gehen können. AIDA ist auf uns zugekommen und möchte in armen Regionen vor allen Dingen präsent sein und auch wirklich erkennen, dass da die Hilfe erforderlich ist. Man sieht es ja auch im Hintergrund, es ist wirklich hier inmitten eines Slums gebaut. Die Menschen leben hier leider sehr, sehr ärmlich. Aber diese Schule bietet eben diese Möglichkeiten, dass die Kinder was lernen können, dass sie eine Perspektive haben, vielleicht sogar irgendwann mal bei AIDA. Das ist eine sogenannte Preschool, wo Kinder, die so zwischen 3 und 5 Jahren eben hingehen, vor allem Sprache schon mal lernen. Ne? Gerade englische Sprache ist eben sehr wichtig und letztendlich der Grundstein gelegt wird auch für weitere Schulbildung. Ja, das geht einem natürlich total nah. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern und meine Kinder haben natürlich ganz andere Möglichkeiten in Deutschland, zur Schule zu gehen, zum Kindergarten zu gehen und eine Ausbildung zu genießen. Und hier die Kinder haben diese Möglichkeit nicht, wenn es nicht eben solche Projekte gibt. Wir haben den Kindern Stifte und Malhefte gegeben und sie haben sofort angefangen, ja, darin zu malen und haben sich so gefreut. Und das geht einem einfach total nahe, ja, weil das sind Kinder, die auch nur irgendwie glücklich sein wollen. Ich glaube, wenn man jetzt in diese glücklichen Gesichter der Kinder schauen kann, freuen wir uns wirklich sehr, dass dieses Projekt so erfolgreich jetzt hier umgesetzt werden kann. Die Philippinen sind besonders für uns, weil ungefähr ein Drittel aller unserer Mitarbeiter, die natürlich vor allem an Bord unserer Schiffe arbeiten, eben von den Philippinen stammen. Und von daher freuen wir uns sehr, dass wir mit der Unterstützung sowohl unserer Gäste als auch unserer Crew eben hier auch ein bisschen wieder was zurückgeben können. Wir haben bereits jetzt Gelder zusammen für 4 weitere Projekte, die wir, und das ermitteln wir gerade zusammen mit unseren Partnern, wieder hier auf den Philippinen, aber auch in anderen Ländern eben bauen wollen. Und letztendlich kann ich dann nur aufrufen, unsere Gäste, aber auch unsere Crew und auch wir als AIDA werden weiter Gelder einsammeln, um eben noch mehr Projekte wirklich in den nächsten Jahren umsetzen zu können. Und ich bin sehr froh, wie gesagt, hier heute den Start zusammen zelebrieren zu dürfen. Ein großartiges Projekt, finde ich. Und ich persönlich bin sehr stolz, dass wir bei AIDA uns um sowas kümmern. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam, ihr und wir bei AIDA, noch ganz, ganz viele Schulen eröffnen und vielen Kindern die Möglichkeit geben, ein schönes Leben zu haben. Das ist wirklich toll. Jetzt kommen wir zu Boris Henn. Boris Henn war auf Java und zeigt uns jetzt eine spannende Tempelanlage mit einer großartigen Geschichte, denn sie war mal versunken. Willkommen in Ambaravoa. Ungefähr eine gute Stunde von unserem Liegeplatz in Semarang entfernt liegt dieser alte Bahnhof, gebaut von den holländischen Kolonialmächten. Ab und zu fährt noch mal ein Zug, und zwar für uns ein alter Dampfzug, mit dem wir uns jetzt auf den Weg machen zu einem alten Tempel, einer alten Tempelanlage, die lange unter Lavastaub begraben war. Thank you.
Wir sind in Borobudur, der weltgrößten buddhistischen Tempelanlage. Ein Bauwerk, von dem man gar nicht so ganz genau weiß, wann es entstanden ist. Zwischen 750 und 800 nach Christus. Und dann sind die Mönche hier für ungefähr 150 Jahre immer draußen auf den verschiedenen Ebenen im Uhrzeigersinn herumgelaufen und haben ihre buddhistischen Gebete gesprochen. Dann, wie gesagt, lange das Ganze unter Lava und üppiger Vegetation versteckt, bis es dann im 19. Jahrhundert wiedergefunden wurde. Die gesamte Tempelanlage ist aus Lavasteinen gebaut. Eine unglaubliche Aufgabe damals, als der Tempel entstanden ist. Und man hat über 1 Million dieser Steinblöcke hier verbaut. Unter anderem eben, um diese sogenannten Stupas zu bauen. 72 davon gibt es hier auf dieser Ebene. Und wenn Sie sich mal gefragt haben sollen, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Glocke, sag ich jetzt mal, dann gucken wir einmal auf diese Seite. Da kann man es nämlich sehen. Es ist ein Buddha. Hier hat irgendjemand die Steine geklaut. Deswegen kann man den Buddha sehen. Ja, historisch wertvoll, absolut, ne? Ja, also vor allem auch dann, dass doch schon vor so vielen Jahren dort eben auch so doch detaillierte Reliefs dort eben entstanden sind, von denen man lange Zeit nichts wusste. Und vor allem auch dann noch der Hinweis, dass der Sockel ja dort eben doch lange Zeit eben unentdeckt blieb und erst dann durch die Restaurierungsarbeiten dann eben wiederentdeckt wurde. Und das war doch schon sehr beeindruckend, das wieder zu sehen dann dort. Krimi-Autorin Viola Möbius war an Bord und sie hat mit unseren Gästen gemeinsam einen Krimi geschrieben. Ganz spannendes Projekt und hat den Gästen richtig Spaß gemacht. Guck mal. Ja, jetzt ertappt ihr mich mitten im Schreibprozess. Bei jedem Autor läuft das anders ab. Bei mir ist es so, ich sammle alle Fakten und Ideen erstmal in meinem Kopf. Und da läuft das wirklich im Unterbewusstsein ab, bis ich mich hinsetzen kann und schreiben kann. Weil für mich ist die ganze Geschichte dann schon in meinem Kopf irgendwie entstanden. Ich glaube, dass wir alle nach irgendwas Besonderem suchen. Und ich denke und weiß, dass von vielen Menschen es der Traum oder sogar Lebenstraum ist, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Und wir geben ihnen hier an Bord diese einmalige Gelegenheit, die sie vielleicht nicht allein umsetzen können. Und das ist schön, Menschen ihre Träume zu verwirklichen. Also ich freue mich riesig auf die Krimi-Manufaktur, weil ich schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt habe, selber irgendwie ein Buch zu schreiben, das irgendwie eine Kurzgeschichte oder sowas Kleines halt. Und jetzt werde ich so ein bisschen fachmännisch angeleitet und mache dann irgendwann meine eigenen Geschichten und sie kaufen dann mein Buch. Wie wäre das? Ich weiß auch nicht, was mich erwartet, aber ich bin total gespannt auf dieses tolle Erlebnis und freue mich auf die Viola, weil sie macht es einfach ganz toll. Ich bin gespannt, was rauskommt. Es ist was Neues für mich, mache ich wirklich ganz gerne und bin froh, dass das sowas angeboten wird. Ich wollte nur noch sagen, und jetzt kann ich meine Mordgedanken endlich mal umsetzen. Also grundsätzlich ist jeder herzlich willkommen, der einfach mal zum Schreibtäter werden möchte. Und es ist völlig egal, ob man Vorkenntnis hat oder nicht, weil es gibt Teilnehmer, die wollen nur mal die Atmosphäre schnuppern, wie das ist, ein Buch zu schreiben. Oder es gibt wirklich Leute, die ganz aktiv mitschreiben wollen. Es ist wirklich von bis jeder herzlich willkommen, denn wir lernen natürlich die Handwerkstechniken der Spannungsliteratur, ob wir jetzt ein Tatmotiv herausfinden oder vielleicht das Tatwerkzeug. Es werden tolle Ideen dazu gemeinsam entwickelt. Und ganz nebenbei und zusätzlich bekommen natürlich noch die Teilnehmer tolles Wissen über Profiling, über Psychologie und Kriminologie. Also es ist so ein ganz rundes, schönes Werk, wo sich jeder rauszieht, genau das, was sein Bedürfnis und sein Wunsch an dieser Krimi-Manufaktur ist. Also ich bin begeistert. Ich habe da wirklich überhaupt nicht erwartet, dass das so interaktiv ist am Ende. Und es war eine tolle Erfahrung, wirklich super Leute kennengelernt hier. Bin auch begeistert von unserer Viola, die diese Manufaktur ja ins Leben gerufen hat. Und ich muss sagen, also eine tolle Idee von AIDA und von der Frau Möbius, grandios. Also wenn natürlich auch hier der Weg das Ziel ist, so ist das Endprodukt natürlich auch toll. Der Krimi ist dann am Ende der Reise fertig. Die teilnehmenden Gäste stehen als Co-Autoren da drauf. Aber ich kann nur sagen, nach dem Krimi ist vor dem Krimi, weil die Idee wollen wir natürlich weitertragen auf die nächsten Schiffe und möglichst vielen unterschiedlichen Menschen diese wunderbare Gelegenheit geben. Und ich freue mich auf alle tollen Krimi-Geschichten und Ideen, die noch kommen werden.
draußen regnet es in Strömen und es ist richtig kalt, deswegen sind wir immer noch hier im Studio. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn ihr hier unten mal ein paar Bilder postet von eurem letzten Sommerurlaub auf AIDA mit den schönsten Sonnenbildern. Das wäre wirklich toll, dann wird es uns auch allen hier warm ums Herz. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Kopenhagen und Aarhus. Es geht weiter nach Oslo und Kristiansand. Die nächsten Häfen sind Flåm und Bergen. Noch ein Halt in Stavanger und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Hamburg. Und wenn ihr mehr wissen wollt darüber, was bei uns an Bord passiert oder wo die Sonne gerade lacht, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche mit der wunderbarsten Musik von Bord. Viel Spaß! Nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love, and leaning on the everlasting arm. If I can see it, then I can do it. If I just believe. Soul. I see me.